Weiter geht's mit der 26. Folge des Let's Play Civilization 3. Ich bin der Mitgezwitschert und wir spielen weiter. In der letzten Folge haben wir gerade die zweite Hauptstadt fertiggestellt. Und wir werden jetzt hier weiter den Krieg gegen die Franzosen und Engländer führen. Schaue ich mal nach Frankfurt rein. Oh, hier fehlt überhaupt noch eine zweite Verteidigungseinheit. Das werden wir ändern. Da haben sich so Engländer rumgeschlichen. Arbeiter geholt, den schicken wir gleich nach. Na, erstmal dorthin. Und auch die Engländer sollen natürlich endlich mal dafür büßen, dass sie mich angegriffen haben. Ruckzuck ist Brighton erobert. Hier haben wir jede Menge Resistor. Ja, München hat eine Infanterie gebaut und soll jetzt einfach noch eine weitere bauen. Ich schicke die mal hier nach Husum, weil Husum hat bisher nur eine Verteidigungseinheit. Fregatte sollst du da nicht bauen. Du baust noch eine Infanterie. Der wird automatisiert. Der Riffleman sollte hier nach Gelsenkirchen. Das war wieder ein Klickfehler. Sind die nicht schon automatisiert? Ab nach Mainz. Kann auch noch mehr Verteidigung nicht schaden. Besonders wenn ich mich dann dort ausbreiten werde. Was aber auf einer anderen Art und Weise passieren wird als mit Krieg. Zumindest sofern mich die
feindlichen Einheiten nicht angreifen. Also die noch nicht feindlichen Einheiten, das sind die Engländer, Sioux, Römer und ich glaube noch ein anderes Indianer, ein anderer Indianerstamm, wo ich jetzt nicht weiß, welcher. Hannover hat jetzt die Bibliothek gebaut und gleich als nächstes das Krankenhaus, weil die haben ja schon 11 Einwohner. Okay, sind drei Städte ganz nah beieinander, wo es Disorder gibt. Aquädukt in Mainz. Hier wären Arbeiter nicht schlecht. Jetzt gucke ich nochmal nach. Ja, nee. Trotzdem nur eine Produktion von 0. Ja, hier hatte ich irgendwo 3 oder 4 mal Disorder. Mal schauen, wo und ob ich das beheben kann. Hier dreimal beieinander, nah beieinander. Dann war doch noch so eine einzelne Stadt. Oder da war die Ordnung wiederhergestellt. Ich guck trotzdem nochmal, ob ich was sehe. Ja, hier in Straßburg. So, und ich schau mal, wo ich Improvement hurryen muss. Hier zum Beispiel auch. Jetzt tut's auch Not. Immer noch kein Draft. Mal auf den anderen. Ja, das Schöne ist, was ich irgendwann mal am Anfang der Let's Plays gesagt habe, dass Arbeiter irgendwann in der Lage sind, Bewässerungsanlagen zu bauen, ohne dass Flüsse zu existieren müssen. Und das ist hier schön zu sehen, denn auf dieser Insel existiert kein Fluss und es werden Bewässerungsanlagen gebaut. Das ist auch der Vorteil jetzt hier im Dschungel, wo es ja auch noch keine Flüsse in der direkten Umgebung gab, also hier zumindest nicht. Aber jetzt geht es hier halt auch los und es werden auch Bewässerungsanlagen gebaut. Ein Aquädukt gebaut. Hier auch. Da reicht es noch nicht an Arbeitern, um das zu hurryen, denke ich. Ja, hier ist durchaus sinnvoll, das einzusetzen. Dann wird nämlich auch gleich der kulturelle Radius hier erhöht in Gelsenkirchen. Und hier ist auch durchaus sinnvoll, das durchzuführen. Barbarendorf ist auch endlich besiegt. Und jetzt kann ich auch endlich mal schauen, wo ich jetzt hier die Stadt aufbaue. Ich denke, hier wäre kein schlechter Ort. Dann kann auch dieser Warrior gleich da stehen bleiben und sich festsetzen. Und der kommt auch darunter.
Ja, mit den Truppen werde ich mal hier entlang gehen, wenn die dort auch entlang kommen. Du kannst vorerst die Stadt verteidigen. Ist wichtiger, die Kavallerie zur Verfügung zu haben. Grenoble wird als nächstes angegriffen. Und hat sich sehr gut verteidigt. Passiert wieder jede Menge Automatisiertes. Ja, und du sollst dich da festsetzen. Du wirst mit hier rüber wandern. Du wirst noch ein bisschen regenerieren. Du auch. Ein Courthouse. Okay, die Russen haben uns wieder den Krieg erklärt. Die sind ja wohl wahnsinnig. Aber sie wollen es so. Mal eine moderne Infanterie bauen. Ein Aquädukt gebaut. Können wir das Aquädukt gleich angehen? Ja, Library ist richtig. Hier ist die Library fertig in Gelsenkirchen. Das ist sehr gut. Library und Courthouse schon fertig. Wenn wir einen Worker produzieren. Ist auch richtig. Ja, in Regensburg wäre vielleicht ein weiterer Worker nicht schlecht.
Es kann natürlich sein, dass die drauf aus sind, hier aus Grozny meine Stadt anzugreifen und sofort wieder einzunehmen. Das ist gut möglich. Sehr gut sogar. Ich werde mal hier ein bisschen Verteidigung zur Unterstützung schicken. Vor allem diese Kavallerie. 6 Runden braucht die. Das ist leider ganz schön lange. Schauen, ob du das noch schafft. Ich glaube, es ist mir nicht möglich, hier den Riffleman irgendwie fertigzustellen. Vielleicht habe ich in 3 Runden dann 3 Citizens und kann einen Draft machen. Ansonsten werden die wahrscheinlich aus Grozny recht schnell hier unten sein. Ja, sonst haben die Russen keine weitere Städte und machen hier trotzdem irgendwie auf dicke Hose. Ja. Mir egal. Ja, dann verliere ich eben diese Stadt nochmal. Vielleicht schaffe ich es auch noch rechtzeitig anzukommen. Denke, ist relativ unwahrscheinlich. Muss mich doch darum kümmern, dass hier die Disorder wegkommt. Die ja hier in einigen Städten herrscht. Okay. Sehr gut. Bremen ist immer noch eine fleißige Stadt. Baut mal eine moderne Infanterie. Die Engländer und Franzosen haben auch konsequent in jeder Stadt 2 Verteidigungseinheiten. Ja, der oder keiner. Ja, mit der werde ich mal gleich hier rausbringen. Damit sie automatisiert werden können.
Die Stadt kann sich auch nicht mehr lange verteidigen. So ist sie schon mein. Die Azteken wollen mit mir reden. Genau, das war die Azteken, waren der Stamm. Der weitere Stamm neben den Sioux hier auf der Insel. Territory Map, Team Map gegen Territory Team Map. Darauf werde ich so nicht eingehen. Aber. Ja, ich glaube nicht, dass sie mir irgendeine Stadt geben werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Never accept. Ja, dann eben nicht, ja. Und die Military Academy ist fertig in Nürnberg gebaut. Wo steht sie? Barracks, das ist sie. Ja, jetzt kann ich in Nürnberg quasi eine Armee bauen. Army. Aber, ja, brauche ich auch gar nicht wirklich. Kannst auch mal eine moderne Verteidigung bauen. Hafen in Lübeck ist fertig. Ah, Infanterie wäre nicht schlecht. Na, du machst mit der Kavallerie weiter. Refining. Also das Raffinieren. Raffinieren von Öl. Und dadurch bekomme ich jetzt auch die Ressource Öl dazu, die mir jetzt direkt noch keine Punkte bringt, aber später brauche ich die auf jeden Fall, um Einheiten zu betanken. Und dann werden wir gleich mal gucken, ob ich schon über Öl verfüge. Was wir auch gerade gesehen haben, ist, dass sich hier schon der kulturelle Radius ausbreitet. Was natürlich auch super ist. Dadurch bekommt Potsdam hier natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, Ressourcen zu gewinnen. So, und wir haben hier offenbar noch kein Öl. Schauen wir mal, ob irgendwo in unserem Landesgebiet Öl zu verorten ist. Was ist das? Plains. Achso, das ist ein Stück Wald. Hier scheint noch niemand anzukommen. Vielleicht schafft er es. Ja, ich sehe auf jeden Fall jetzt direkt in meinem Gebiet erstmal kein Öl. Brauchen wir vielleicht mal eine Kavallerie, die nach diesem Barbarencamp sucht. Weil sonst tötet sie vielleicht meinen Arbeiter, der hier dabei ist, die Straße zu dieser Stadt zu bauen. Ja, okay. Schauen wir weiter nach dem Öl. Hier sind weitere Fälle. Habe ich schon. Wäre aber nicht verkehrt, noch mehr zu bekommen.
Aha, hier um Oxford gibt es zum Beispiel zwei Lagerstätten. Ipswich hat was. Also mitten im englischen Gebiet gibt es drei Lagerstätten. Wie sieht es auf den anderen Kontinenten aus? Die Römer haben hier eine Lagerstätte. Die Sioux auch, oder? Ich glaube, das sind die Sioux. Das sind die Sioux, das andere waren die Azteken. Okay, und hier in meinem in meiner Stadtnähe. Oh ja, hier ist ein Ölfeld. Das bekomme ich auch, sofern diese Stadt eine Bibliothek bauen würde. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, hier vielleicht noch mehr Städte zu bauen. Solange da noch Freiflächen sind. Das werde ich mir mal andenken. Gut, dann in diesem Sinne baue ich mal ein paar Siedler und schicke die nach Heidelburg, wo die dann rübergefahren werden. Weiter geht der Angriff. Ja, der Arbeiter wird auch gleich weggeschickt. Auch mal einen Siedler bauen. Du wirst jetzt hier erstmal die Stadt verteidigen. Regeneriert euch. Juhu, ich habe das letzte unbekannte Feld auf meinem Kontinent entdeckt. Haben wir auch befreit. Gibt es noch jede Menge Resistor? Da sieht schon ganz gut aus. Die werden alle noch merken, dass es nicht schlecht ist, im Kommunismus zu leben. Ja, und es wäre doch sicherlich sinnvoll, hier mal diese Trauben wiederzuholen. Aber noch traut sich hier kein Arbeiter hoch.